Oh, es gibt Toast. Angebrannten. Mit Robotergeschmack. Ja, willkommen zurück im Secret of Evermore. In der letzten Folge haben wir, ja, ein bisschen Fortschritt gemacht. Ich meine, wir haben zumindest ein... Was haben wir denn da gefunden? Weißt du es noch, Eike? Ja. Ja, klar. Wir haben hier einen neuen Gegenstand gefunden anscheinend. Der Lampenschirm. Und der wäre? Das ist ein Helm. Das sieht nach Roboter aus, es leuchtet rot und hat im Vergleich... Warte mal, ich kann nicht rechnen. Warte mal, 30, 40, 45 mehr Abwehr. Oder so? Ja, nehmen wir mal. Wing, wing. So, haben wir mal. Ja, ich glaube auch, die ganzen Sachen, die wir jetzt finden, also in den ganzen Kisten, ich glaube, die sind mehr besser als die, die wir bei einem Händler kaufen können, würde ich jetzt mal vermuten. Hm. Na gut, weiter im Spiel. Keine Sorge, Leute, das Ganze hier, der Space Station ist jetzt relativ lineal gehalten. Ach, wirklich? Ja, man kann sich hier relativ nicht so gut... Naja, man könnte sich theoretisch verlaufen, wenn man jetzt so ein Dietschern macht. Ja, aber das Einzige, was passiert ist, dass man von diesen Bastet-Amuletten hier umgehauen wird, die ja immer durch die Gänge fliegen. Ja. Bam. Tot? Nein. Ja! 1000 Kreditkarten. Yeah, Kreditkarten. Ich kann jetzt bei eBay einkaufen. Oder irgendwo sonst. Guck mal, was mit Kreditkarten macht. Ja, voll 80er Jahre, so Kreditkarten und so weiter. Ah, hey, und der Cheo ist auch da. Hallo, Cheo. Hallo. Hallo. So, und während wir reden, machen wir die Disco-Tool auf Death-Tote, damit wir durch den Weg hier durchkommen. Ja, und ich musste mir einen Titel, der kommt ja eh rein in das Video. Nein, ich musste mir ein Thema vorlegen, was Eike gesagt hat, weil wir jetzt ein bisschen quackeln wollen, ne, während sie Warframe spielen. Aha. Ja. Dann habe ich mir eins überlegt, weil es ja gerade aktuell war, oder relativ aktuell, ist eh schon wieder vorbei. Ja. Was habt ihr denn bei der Gamescom kommt ja erst. Was habt ihr auf der E3 für ein Spiel gelesen? Ihr wart ja nicht da. Ich will ja auch schon hinfahren, das dauert ja auch viel zu lange. Spiel gesehen oder besser gehört, wo ihr findet, das wäre interessant. Keins. Keins? Keins. Keins. Gar keins? Ich habe jetzt kein Spiel gesehen, das mich wirklich interessiert. Nee. Same here. Was ist mit We Happy Few? Nein. Nein? Oh, aber es ist zumindest ich interessant. Ich bin auch noch nicht mal auf das neue Zelda gehypt, das alle so hochhalten. Ach, du meinst... Ich auch nicht. Du meinst jetzt aber nicht dieses Zelda, wo sie alle gegeneinander kloppen. Das war letztes Jahr. Mit Link, das ist Zelda, das Ding hieß Hyrule Warriors. Warriors. Und war ein Spin-Off. Ja. Und aus irgendeinem Grund hat es schon wieder die Kugel nicht erwischt. Mann, dieses Hitbox hier. Ja, wie heißt das neue Zelda? Ich hab's schon wieder vergessen. Ich habe es Zelda Arbeitstitel bitte hier einfügen. Ja. Zelda sammeln und kochen. Sammeln und kochen? Toll. Ah, ja, toll, man muss ein Stück hier drüber, über dieser Röhre sein, um es zu treffen. Oh. Man muss ab jetzt Zeug sammeln, Holz abbauen und Stein abbauen. Mhm. Waffen gehen kaputt, du kannst Waffen sammeln. So wie ich das im Titelbild gesehen habe, ist das Master Schwert schon so ganz, wenn man da einmal gegenhaut. Nein. Ja, gib mir einmal kurz. Dechans Vater gibt Dechan immer Eis, denn er weiß nicht, wie er ihm seine Liebe zeigen soll. Ja, danke schön. Er war gemein. Gut, ich aber weiß. Gemein. Ja, und jetzt ist es auf YouTube für ewig. Du weißt ja, auf YouTube. Im Internet vergisst er denn das Internet. Ich komme sowieso in die Hölle, also scheiß drauf. Ja, ich finde es zumindest interessant, weil es ja auf diese ein bisschen in den Stil gehandelt ist wie die alte Prisoner, oder nee, wie heißt das auf Deutsch? Nummer 6 Serie, kennt ihr die? Ihr wisst doch, die wurde auch mal bei Simpsons parodiert oder erwähnt, als Homer doch diese Internetseite hat, wo er Geheimnisse verraten hat. Und dann hat er mal ein Geheimnis, das vor anscheinend wirklich stimmt. Dann landet er auch auf die Insel. Auf der Insel. Ja, wo alle nur Nummern haben. Mhm. Das ist ja eine Anspielung an diese Nummer 6 Serie. Ja. Das Schlimme ist, wie nennt sich das an dem neuen Zelda? Ja. Es gefällt mir nicht. Ich weiß. Nein! Ich weiß, dass Eike gefällt ein Spiel nicht. Ja, witzig, nicht wahr? Ja. Ich liebe Warframe. Nur Warframe? Ich denk auch immer, was ist mit Skyrim? Immer, und der gute Janus ist ein echt guter Freund. Und wer denkt nicht da unten an seinen lieben Rattenscharen? Rattenscharen? Das ist nämlich der Übel. Aber kommen wir jetzt hier rein? Warte mal. Wir müssen immer aufpassen, denn dieser Emulator, der ist ja immer so ein bisschen... So.
zickig. Zickig, ja, oder bricht nee, einfach der, mal ab. Der Witz bei dem neuen Zelda ist, dass sie viel auf diesen Minecraft-Aspekt legen. Im Prinzip, also, es wirkt so. Leider momentan so, es ist wie Minecraft. Ja. Du ja. kannst Sachen abbauen, du musst Sachen kochen, du kannst keine, Herzen oder? Mehr. Ja, du bekommst keine Herzen mehr von Gegnern. Also du musst die Herzen, deine Herzen füllst du auf, indem du Sachen isst. Neue Gegner. Das mit dem Klamottenaspekt ist ganz interessant. Also zum Beispiel, wenn du ohne Stiefel gegen eine Truhe trittst, dann mach ich einfach das Laserschwert. Au, verdammt, au. Ja. Woran erkennt man das ist lustig. Woran erkennt man einen Zelda-Fan? Jedes Mal, wenn er etwas aus einer Kiste nimmt oder aus dem Schrank. Stell dir mal vor, meine Socken zusammenlegen. Musst du das jedes Mal machen? Ja. Meine Socken zusammenlegen. Doch! Und dann trägt er auch noch sein Original Link-Cosplay dabei. Das Schlimmste sind die Typen, die eine Triforce Basecap tragen. Ja. Nein, es geht noch schlimmer. Das Schlimmste sind die Typen, die einen Triforce Basecap tragen und noch nicht mal wissen, was sie da überhaupt tragen. Na, das sind ja die Pseudo-Nerds. Zum Beispiel irgendwelche Hipster, dann. die ganze Zeit Pseudo-Nerds, verdammt, Parapa, die dann auch noch alles. Pseudo-Nerds, die eine Top 10 und Top 5 Ranking mit ihrem Freund auf YouTube-Kanal machen. Mhm. Namens Ich wollte Dr. Freud sagen. Nicht nötig. Dr. Freud. Jetzt ist es schon passiert. Ah, schön. Panels. Wie heißt das? Computer Terminals. Ja. Das müssen richtig heftige Computer sein, wenn die sogar eine eigene, wenn die sogar Ventilatoren brauchen. Weißt du? Da speckt der Pentium 10.000 drin. Jetzt kommt's. Ich glaube, niemand hat es so schön gesagt. Ja. Ich habe für meine Gigigkeit gelitten. Ja, Lilith. Genau, Lilith aus Borderlands. In dem Fall war es Borderlands. Und ich dachte, ich habe für meine Gigigkeit gelitten. Und ich lasse dich jetzt doch nicht in meine Kultur eintauchen, nur weil es plötzlich cool geworden ist. Ja. Kontrollzentrum. Und da ist es einfach so, dass ich sage es jetzt mal ganz frei heraus und ich möchte nicht von Dejan unterbrochen werden. Ja, mach ruhig. Die Dialoge da sind egal. Dreifarbigen Sicherheitscode gebe ich inzwischen ein, während du redest. Okay. Jetzt macht Dejan einen Secret-Boss. Also, ja. LeFloid ist kein Nerd. Er ist kein Typ, er ist keiner, der irgendwie Spiele und so oder viel gespielt hat in seiner Jugend. Hat er vielleicht doch ein bisschen. Aber auch da nur den absoluten Hyper-Mainstream. Erzählt die ganze Zeit von der Großartigkeit von Ocarina of Time, was einfach obvious ist, weil es einfach, das ist der 3D-Titel von Nintendo, der wirklich Zelda Ocarina of Time. Das ist es. Das ist nichts, was irgendwie ein großes Geheimnis wäre. Das kann jeder Schwachkopf sagen, ja, das ist gut. In Wahrheit hat er das noch nie durchgespielt. Woher ich das weiß? Weil ihn jemand mal eine ganz offensichtliche Frage zu etwas gestellt hat und er das nicht beantworten konnte. Und dabei hätte er das wissen müssen, wenn er das Spiel so oft durchgespielt hat, wie er es durchgespielt hat. Und deswegen, der Typ hat Zelda Ocarina of Time noch nie gespielt. Das ist ein Pseudonerd, ein Lügner ist es, ganz einfach. Ich weiß, das wollen viele nicht hören und das wird auch immer bestritten und da wird gesagt, ja, der hat ja so viel zu tun, der hat das einfach vergessen. Oder jeder macht mal Fehler, da ist das nicht so schlimm. Naja. Bla bla bla. Aber es geht darum, dass er einfach... Okay, wie der Code wie geht nicht. Scheiße! Egal. Wieso geht der Code nicht? Ja, also den Code, wie ich den jetzt in einem Video, was ich nochmal nachgeschaut habe. Ja, es ist ja ein geheimer Boss hinter dieser Locktür. Kannst du nochmal den Code eingeben oder geht das nur einmal? Ich kann den Code immer wieder eingeben, aber... Komischerweise war in dem Video, was ich gesehen habe, random generiert ist und sich je nachdem verändert. Es könnte sein, aber es war auch merkwürdig, weil in dem Video, was ich eben gesehen habe, da war das eben kein Farbcode, sondern da waren es Zahlen 1, 2 und 3. Komisch. Probier's doch mal. Ich probier's nochmal. Und du erzähl nochmal, Eike. Also, wo war. Trial and Error. Naja, wie sagte der gute. Also, wenn der Mainstream ein Lebewesen wäre, was würde er zu LeFloid sagen? Alter, du bist so Standard, sogar ich finde dich scheiße. Du bist so Mainstream, sogar ich finde dich scheiße. Dieser Typ ist einfach ein in der Zeit sitzender Sunny Boy, mit dem jeder befreundet sein will. Das ist so der Typ, der in der Schule und zu Hause und bei den Eltern, der kommt überall gut durch. Der schlittert durchs Leben auf gemütlichste Weise, ohne irgendwo anzustoßen. Der schwebt über allem, weil er einfach so... Er passt überall perfekt rein, ist aber nicht ganz so passend. Also er wirkt so, als wenn er nicht ins System passen würde. Aber in Wahrheit ist er das perfekte Zahnrad.
In Wahrheit passt er perfekt rein und deswegen kann er sich so gut integrieren. Leute, die Ecken und Kanten haben und Probleme und so weiter und auch irgendwie nicht ins System passen, die passen dann da nicht rein. Die passen nicht in die Schablone. Die können sich nicht verstellen. Oder die können sich verstellen, aber die werden irgendwann unglücklich damit. Hm. Und bei Fluffy ist es so, er wirkt, als wenn er nicht reinpassen würde und er wirkt so und man denkt es, aber in Wahrheit ist er einfach reiner Standard. Ganz gewöhnlich wie jeder andere. Ja, so kann's gehen, ne? Ja, warum sollte die Hohlbohrung auch bitte schön beim Internet aufhören? Ja. Jetzt, da man erkannt hat, wie man das macht? Ja. Ja. Aber wir raten hier wieder in eine Lester-Runde. Das gefällt mir nicht. Ja, ich hab da Spaß dran. Eike, lobe doch mal was. Lobe doch endlich mal was. Wolfram ist gut. Da lobe ich andere, zum Beispiel Parappa. Der Mann weiß, wovon er redet. Ja, und er hat sein Studium, und er hat sein YouTube benutzt, um Geld zu verdienen. Indem er einen Job eingeschlagen hat, mit dem er Geld verdienen kann. Richtig. Hat ja einige seiner YouTube-Videos selbst erzählt. Nee. Worauf ich hinaus will, wo wir gerade bei Zelda waren und bei Majora's Mask, beziehungsweise Ocarina of Time, er sagt, er mag Majora's Mask lieber, weil... Oh, mutierte Killerpflanzen, fleischfressende Pflanzen, die wir aus der prähistorischen Welt kennen. Ach ja, hier kommen ja auch wieder alle Gegner mal vor, nur in der Cyber-Version. Aber ich glaube, ich muss das Licht in Treibhaus ausmachen, weil sonst greifen eins die ganzen Viecher an. Und das wäre ein bisschen nervig, weil wir haben es ja schon gesehen, Eike, ne? Der Raptor, die Cyber-Version, die hier rumläuft, die war ja auch ganz schön heftig. Die sind alle ganz schön heftig hier. Von den Pflanzen würde ich mich sowieso vorsehen. Lagerhalle. Ja, die können einem, wenn sie einen fressen, ziemlich viel Leben wegziehen. Und du kannst nicht zaubern, wenn du in den Insta-Kill. Drin bist. Ja. Pflanzen echt? Sind Insta-Kill. Insta-Kill? Ja. 999. Heftig. 999, mehr. Mit einem Schlag machen die 999 nicht. Schaden. Wenn sie dich reinziehen, also wenn sie dich mampfen. Hm. Ach, ich mach einfach hier einen doppelten Safe-State für später. So, ein Safe-State. Ui. Ja, wenn ich dann wieder zurückkomme. Macht schon das Ganze, der Emulator hängt sich dann down beim Off, er hat eine schlechte ROM erwischt. Naja, wenn ich wechsle, ja. Da verträgt sich das irgendwas nicht mit dem Emulator, das hatte ich auch. Ja. Also entweder du spulst zurück im Moment oder du... Das Problem ist ja hier... Er weiß nicht, wo die Rückspultaste ist. Ich weiß, wie die Vorspultaste ist, ja, die kennen wir ja. Die haben wir ja gefunden, Eike. Aber die Rückspultaste ist wichtig. Aber jedenfalls dieser komische Code hier, mit dem man diesen Geheimboss rankommt, der funktioniert komischerweise. Wo ich ihn genauso eingegangen habe, wie ich da... Und auch die richtigen Schalter. Versuch doch mal in der Lösung zu gucken, wie der Secret Boss geht. Machen wir nicht weiter im Spiel, sondern beenden die Folge hier an der Stelle. Letzte war ja ein bisschen länger. Ja. Insofern kann die ein bisschen kürzer sein und du guckst danach, wo der Boss ist. Ja, können wir so machen, ne? Ja. State 3 loaded und das ist immer noch schwarz. Ja, wobei der Witz ist ja üblicherweise, na gut. Gibt es denn irgendein Eike, bevor wir das hier beenden? Welchen gibt's Parappa. Außer, Parappa, den haben wir hier schon als Roboter verewigt. Oder Roboterhund jetzt in dem Fall. Gibt's noch irgendeinen, wie du meinst? Ja, ist gut. Zombie, looks like Link. Markiplier, wenn man mal so auf die Englischen geht und mal ein bisschen in die Horrorrichtung. Ja, passt. Na gut, dann... Aber seine Videos sind immersionszerstörend. Seine Videos sind immersionszerstörend, aber wenigstens ist er sich, sicher. Wenn man mal gesehen hat... Er weiß es, ja. Dieses Follow-Video... Dass er da wieder angefangen hat zu heulen und dass es echte Tränen waren, also echte Freudentränen, das macht ihn mir gegenüber sympathisch. Ja. Mann, ja, der gute PewDiePie, der scheißt auf seine Zuschauer. Ja, naja, bei wie viel Millionen? Da kann man schon mal den Überblick verlieren, ne? Der Witz ist, was geleakt ist, was also auf 4chan und so rumgegangen ist. Ja, liegt, erzähl es noch schnell, bevor wir voll beenden. Die Informationen, die auf 4chan rumgehen, sollte man die wirklich immer komplett ernst nehmen? Das ist jetzt auch die Frage. Ja. In dem PewDiePie-Fall, weil das ein Video war, ja. Hm. Ach, ich wähle jetzt mal inzwischen schon mal eine andere Waffe aus. Also, ich beschreibe das Video mal in ganz, ganz kurzen Sätzen. In dem Video hat ein Fan sich versucht, mit PewDiePie zu unterhalten. Und wollte sich ein bisschen mit ihm, hat ein bisschen mit ihm gesprochen. Die beiden sind gut ins Gespräch gekommen. Und da hat er dann tatsächlich mal, anscheinend, sie haben ein bisschen was getrunken, ein bisschen Bier und so und haben sich unterhalten. Und er hat das die ganze Zeit aufgezeichnet. Dann hat PewDiePie halt über seine Fans abgelästert. Also wie ich gesagt, ich habe YouTube nur gemacht, um berühmt zu werden und Geld zu bekommen. Und genau das habe ich jetzt endlich geschafft. So kann's gehen, was?
Na gut. Ja, was soll man dazu sagen? Wenigstens ehrliches Arschloch. Ja. Internet vergisst nicht. Und man kann alles schnell mitschneiden, ne? Deswegen merkt es euch, Leute. Internet mag nicht vergessen, aber die Menschen schon, sag ich immer wieder. Ja. Ja, und wer erinnert sich heute noch an irgendwelche Deppen, die vor 3 Jahren berühmt waren durchs Internet? Oder die mal bei DSDS ausgetreten sind. Kleiner Hint nochmal an die deutschen YouTuber. Ach ja, Simon de Esue oder Herr Tutorial der Geldgalle Jude. Ich darf das sagen, ich bin Jude. Und die meisten fliegen jetzt, sind ja jetzt eh rausgeflogen, weil die ganzen MCMs jetzt auffangen, Netzwerke jetzt anfangen, auf YouTube jetzt keine Netzwerke mehr zu sein. Wie, was meinst du? Endemol hat ja jetzt aufgehört. Endemol Shine Beyond. Weil sie irgendwie mit Shine oder was auch immer fusioniert haben. Warte mal, wer war alles bei Endemol Beyond? Herr Mösack. Dark Victory, noch ein paar andere. Ach ja, Dark Victory, der mit den Spenden für Tube Clash 2 sich aus dem Staub gemacht hat, ich erinnere mich. Und noch diverse andere, naja. Nehmen da vielleicht andere mit Kusshand. Na gut, Leute, wir sind... Das ist echt krass, der hat echt den größten Teil der Spenden für Tube Clash 2 wirklich eingesahnt, also wirklich, wirklich eingezogen und behalten. Naja. Tut man denn sowas? Warten wir mal ab, was dann voll... Weil das 58.000 Euro waren von benötigten 5.000. Ja, das ist schon Gewinn. Na gut, Leute, wir sehen uns dann... Da werde ich eine Reaktion von dir erwartet. Alter, scheiße, Mann. YouTuber, die Geld... Die Geld zwacken, da gibt es eine Menge. Er konzentriert sich gerade nur auf seine Zeit und auf den Controller. Ja, weil letztens... Ja, habt ihr letztens die Geschichte von diesen zwei Ami-YouTubern, die diese... CSGO-Lotterie gemacht haben, habe ich letztens zuerst das gesehen. Was war damit? Wo sie Videos drüber gemacht haben, wo sie gesagt haben, oh mein Gott, ich habe 1 Million gewonnen! Oder 1.000 Dollar gewonnen und dann stellt sie sich heraus, ach nee, sie sind die Founder von der Internetseite. Wow, das ist frech. Ja, auch so auf Twitch dann drin gemacht, oh mein Gott, ich habe gewonnen! Das kann jeder! Und dann auch so, wir gehören und wir haben die Serie. Nein! Und dann haben sie so gut gesagt, nein, wir sind nur Teilhaber und dann, nee. Später war rausgefunden, ach nein, sie sind die Gründer gewesen. Steht sogar drin im Impressum. Naja. Okay, also Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und dann werden wir dann, hoffe ich, dann den Geheimboss, der hinter dieser Tür, hier nochmal so zeigen, falls ihr es vergessen habt, dann sein wird. Und dann, ja. Ich glaube, den habe ich damals, als ich das Spiel gespielt habe, glaube ich, auch nicht rausgefunden. Weil dieses Farbencode-Rätsel, da muss man die ganzen Wachroboter dann fragen und die muss man dann ordnen. Selbst anordnen, was zu welchem Schalter gehört von den vieren hier. Drei. Wenn ich das Spiel spielen würde, wüsste ich wieder genau, was zu tun ist, aber. Ja. Okay, also wir sehen uns dann. Ja, so kann's gehen. Jetzt die ganze Zeit hier irgendwie nur rumgestanden. Okay, also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.